Zu den unangenehmen Dingen, die mir im letzten Jahr passiert sind, sind, dass man in eine neue fremde Wohnung kommt, man mittlerweile nicht mehr so genau weiß, ist da noch jemand, der zuhört, von dem man gar nichts weiß? Und vielleicht können wir bei diesem Problem Lukas, Janek, Robin und Julian helfen mit ihrem Projekt Thanks for Fish. Herzlich willkommen. Wenn man zu Freunden geht, wäre es dann nicht auch genial zu wissen, ob man im Haus durch Smart-Home-Geräte abgehört wird? Aus diesem Grund hat sich unsere Fisch genannte Gruppe entwickelt. Aber was ist eigentlich Fisch? Ton? Wie bräuchte man den Ton von der Klinke? Ton vom Klinker eigentlich. Okay, nochmal. Ist da jetzt. Ist da. Jetzt war es ja gerade da. Einfach nochmal. Nochmal. Ah, solange es so passiert, habe ich keine Angst vor der Herrschaft der Roboter. Also eigentlich sollte jetzt Alexa sprechen, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Okay. Sprich! Fischlauch, Friends Industry Smart Home ist eine, welche zur Erkennung bzw. Warnung von Smart Home Geräten in Haus deiner Freunde hilft. Okay, wer von euch hat denn überhaupt alles ein Smart-Home-Gerät? Noch nicht so viele. Und wer von euch hat sich da jetzt schon mal drüber Gedanken gemacht, auch wirklich davon abgehört zu sein oder abgehört zu werden? Naja, jedenfalls haben wir eine App entwickelt, welche für sich selber oder auch für Freunde erkennen kann, ob man selber Smart-Home-Geräte zu Hause hat. Also das heißt, wenn man wissen möchte, ob sein Freund ein Smart-Home-Gerät hat, kann man dann später in der App sehen, dass dieserjenige halt ein Smart-Home-Gerät hat. So haben wir hier die App, das kann man jetzt schon mal sehen. Genau, wir bräuchten also mal das Bild von oben. Ja, man sieht es vielleicht ein bisschen. Huch, spiegelverkehrt, dann drehe ich es euch um. Hier unten hat man einfach so einen kleinen Button, wo man auf Scan drückt. Dann muss man einen Moment warten. Und dann sollte, also währenddessen kann Robin mal erklären, was passiert. Genau, und zwar scannt ihr jetzt alle IP-Adressen in dem Netzwerk durch und holt sich dann halt von denjenigen, die ihr erreicht, die MAC-Adressen. Und es gibt eine Datenbank von MAC-Adressen und deren Herstellern, also deren Nutzern. Und so können wir herausfinden, ob da ein Amazon-Gerät zum Beispiel ein Netzwerk ist. So. Und natürlich ist jetzt der Vorführeffekt, dass es nicht funktioniert. Jedenfalls kann man dann auf diesem Bildschirm sehen, dass dieser Käfer rot wird und man erkennt, ah, da ist ein Amazon-Netzwerk im System drin, wie man jetzt hier sehen kann. Wenn wir jetzt beispielsweise den Echo abstecken und den Scan nochmal durchführen, dann scannt er wieder alle IPs durch und alle MAC-Adressen und erkennt dann am Ende, wenn der Scan fertig ist, dass kein Amazon Echo vorhanden ist. Weil mir langweilig war und ich keine richtigen Aufgaben währenddessen hatte, kurzzeitig hatte, habe ich mich dran gesetzt und eine Website, wo man die App downloaden kann, programmiert. Ja. Genau. Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Unser Ziel mit dieser App war es, ein besseres Bewusstsein dafür zu erwecken, dass man auch wirklich abgehört wird durch diese Smart-Home-Geräte. Was ich mich gefragt hätte, also das ist ja sozusagen der erste Prototyp, ist es theoretisch denkbar, dass man noch eine Datenbank ausliest, wo bekannte Sicherheitslücken von IoT-Geräten abgelegt sind und die dann gleich patcht oder so? Ja, nein, vielleicht? Also vielleicht könnte man das als Zukunftsfeature denken. Auf jeden Fall
wird jetzt in Zukunftsversionen auf jeden Fall noch eine Möglichkeit sehen, seine Kontakte zu verlinken, dass man halt dann als ich jetzt kann ja zum Beispiel Julian meinen Datensatz freigeben. Das heißt, er kann sehen, was in meinem Netzwerk so alles eingeloggt ist. Zumindest, ob es ein Echo eingeloggt ist. Und so wird dann in der Kontaktliste zum Beispiel angezeigt, Achtung, er hat einen Amazon Echo zu Hause. Da weiß man schon, wo man vielleicht mal zufällig vorgehen kann oder wo nicht. Vielen Dank. Thanks for Fish.